Wie cool ist es, dass Rodri wieder für Uruguay nominiert worden ist? Digga, never forget diese Story, die der da erzählt hat mit Valverde, dass er ihm so geschrieben hat. Richtig geil, Junge. Stell dir mal vor, du kriegst einfach von so einem absoluten Stammspieler von Real Madrid, kriegst du so eine Nachricht nach dem Spiel. By the way, da ist er gerade, Valverde. Und der schreibt dir so: Ja, Bro, richtig geisteskrankes Spiel von dir heute. Ich freue mich schon, wenn wir uns bei der Nationalmannschaft wiedersehen. Du hast es richtig verdient. Ist schon geil. Also für die, die es gerade nicht verstehen, die Story ist folgende. Die Story ist folgende, dass in der Champions League Gruppenphase hat Real Madrid gegen Braga gespielt. Und Valverde und Rodrigo Salazar, der Ex-Schalke-Spieler, die sind ja beide Uruguayer. Und Real Madrid hat 2-1, glaube ich, in Braga gewonnen. Man muss aber sagen, also Braga hat schon echt gut gespielt und vor allem Rodri hat ein richtig geiles Spiel gemacht. Und dann hat halt von sich aus sich nach dem Spiel Valverde per Instagram bei Salazar gemeldet und hat ihm halt so geschrieben: Yo, bleib gesund und grüß an deine Familie und sag Bescheid, wenn das Rückspiel im Bernabéu ist. Wenn du Karten haben willst, besorge ich dir. Und hier halt den Kopf oben. Ich freue mich schon, wenn wir wieder in der Nationalmannschaft spielen, weil du bist richtig krass und du hast es verdient, Nazio zu spielen. Junge, das kostet so ein Valverde 2 Minuten so eine Nachricht zu schreiben. Und Rodri ist so einer, der lässt sich das dann halt nicht so anmerken. Aber bei Gott, Rodri hat doch die ganze Woche an nichts anderes gedacht. Das vom Kapitän von der Nationalmannschaft zu hören, wo du gerade nicht nominiert wirst vom Trainer. Und dann sagt dir der Kapitän, der Stammspieler bei Real Madrid ist: Bruder, du hast heute richtig krank gespielt. Ich freue mich, wenn wir wieder zusammen zocken. Was meinst du? Das ist halt so geil. Wie heftig den das motiviert haben muss. Naja, aber schon krass. Ich weiß nicht, wer das. Hat einer das Interview zwischen Dia und Julian Brandt gesehen? Ich weiß gar nicht, ob das Dia oder Brandt gesagt hat. Einer von den beiden meinte halt auch, wie krass das ist, wenn dir halt ein Junge, also wenn dir so ein erfahrener. Ach, Bilal war das. Wie bin ich jetzt auf Dia gekommen? Wenn dir halt so ein erfahrener Spieler halt so einem jungen Spieler sowas sagt, ne? Was das halt so für einen Effekt haben kann. Für den erfahrenen Spieler sind es so 5 Minuten Aufwand und du kannst damit einfach von einem jungen Spieler die komplette Karriere beeinflussen, weil der sich so denkt: Alter, ich habe hier gerade ein Lob vom Kapitän bekommen. Holy shit, Junge. Dem habe ich früher immer beim Fußballspielen zugeguckt. Ich dachte, das ist der krasseste. Bin mal gespannt, wie Rodri noch seinen Weg geht, ey. Ich halte den halt wirklich für einen richtig, richtig guten Spieler. Der hatte halt bei Schalke so ein bisschen das Problem, dass der Trainer nicht auf ihn gesetzt hat und dass der halt aus einer längeren Verletzung wiedergekommen ist. Und das hat ihn halt leider letzte Saison so ein bisschen gebremst. Die Saison spielt er ja viel. Was glaubst du, wie sich Valverde gefühlt hat, als Kroos getweetet hat: Valverde top 3 in the world right now? 2014 hat Valverde noch ein Bild mit Toni gekostet mit Hashtag Idolo, so verrückt. Ich liebe solche Stories. Ich liebe sowas. Deshalb will ich auch, dass diese verfickte Schildkröte zu Real Madrid geht, weil der als Kind immer in Real Madrid-Klamotten gepostet hat. Jetzt geh da endlich hin, Mann. Geh nicht auf den Sack. Ist überfällig. Mach jetzt endlich. Wie alt ist Rodri, wenn ich fragen darf? Ich glaube, Salazar ist jetzt 24, meine ich. Ich glaube, der ist 2000er-Jahrgang, oder? Müsste ein 2000er sein, ne? Ja, mega Interview. Verstehe nicht, warum bei Influencern die Profis immer normale Menschen sind und bei Sky und bei DAZN sind es Phrasendrescher. Am Ende landet beides in den Medien, auch wenn natürlich es mehr Presse ist. Aber ich finde es schade, dass bei der Presse die Spieler sich immer verstellen müssen. Bro, zwei Sachen. Da werden jetzt wieder Leute sagen: Boah, YouTuber abgehoben, bla bla bla. Weil Leute, ganz viele, die in den Printmedien, also in der klassischen Presse arbeiten, mittlerweile einfach zu alt sind und die junge Generation nicht mehr erreichen. Du kannst halt nicht 60-jährige Männer dahinsetzen und die mit 18-, 19-Jährigen ein Interview machen lassen und dann denken, dass das halt vibet. Was soll da viben so, weißt du? Und dann ist es schön, dass du eine Moderations- und eine Journalistenausbildung gemacht hast. Aber das ist, finde ich, bei so Interviews und so vollkommen scheißegal. Du musst einfach im Gespräch einen entspannten Vibe kreieren und dann erzählen die Spieler auch von sich aus viel mehr. Also, ich finde, Bilo hat das zum Beispiel richtig, richtig gut gemacht. Oder jetzt auch bei mir bei der Ed Broski Show mit Fabian Reese. So, das war das erste Mal, dass Fabian Reese jetzt wirklich was über seine Vertragsverlängerung gesagt hat und wie lange er bleiben möchte und so weiter und so fort, weil das halt bei Ed Broski einfach so ein entspannter Vibe war und halt nicht so gedrängt gewirkt hat, weißt du? Und ja, das ist halt eine Mischung aus vielen Sachen, ne? Also klar, weil bei Influencern natürlich auch nicht so dieser Medien, also so dieser krasse Medienstempel, sage ich mal, drauf ist. Also das ist auf jeden Fall auch ein Punkt. Und ich glaube halt einfach, dass sich so Sportler bei halt so Sachen mit Influencern immer so ein bisschen
entspannter fühlen, weil die halt wissen, dass das so in einem ganz anderen Klima entsteht. Du wolltest aber auch ein bisschen rauskitzeln an Montag, ne, bei Rezo und Hut. Ey, aber alles, ich sag dir ehrlich, auch das Weiterentwicklung als Moderator. Hätte ich mich vor einem Jahr nie getraut, dass ich auf einmal so Fragen stelle, ja, was passiert denn, wenn du mit Hertha nicht aufsteigst? Bleibst du dann immer noch oder was? Hätte ich mich vor einem Jahr, hätte ich mir es nie getraut. Da hätte ich gesagt, gut, alles klar, ja, Fabian Rezo, du bist der beste Brudi. Nein, man entwickelt sich auch ein bisschen. Ist aber auch gut gewesen, nicht auf Krampf direkt die Frage. Ey, ich sag dir aber ehrlich, ich finde, man kann ja auch solche Fragen stellen. Und das ist halt so, da gebe ich mir halt immer Mühe. Ich finde bei Interviews und als Moderator, das Wichtigste ist einfach, dass du den Leuten nicht das Gefühl gibst, dass du denen die Wörter im Mund umdrehst. Und ich glaube, das ist bei ganz vielen Journalisten, vor allem im Fußballbereich, mittlerweile das Problem. Weil die Spieler und Verantwortlichen, die müssen da ans Mikrofon und die wissen ganz genau, boah, wenn ich mich jetzt einmal nur verhaspel, legen die mir das so und so aus. Und ich glaube, deshalb sind halt so zum Beispiel die Ed Broski Show, deshalb hat die so einen chilligen Vibe, weil so ich frage dann den Fabian Reese, yo, was passiert denn, wenn Hertha nicht aufsteigt? So, dann gibt er mir seine Antwort, dann bohre ich vielleicht nochmal einmal so leicht nach und dann war's das aber. Und dann mache ich nicht daraus, ja, hier, Reese hat aber vor einer Woche bei mir gesagt und greift es dann nochmal 20 Mal auf, so, weißt du? Ich glaube, das ist vielleicht auch so ein kleiner Grund. Halt einfach so ungezwungener, würde ich sagen. Bin auch seit Kindheitstagen Doppelpass-Zuschauer gewesen und deine Show hat es einfach revolutioniert und abgelöst, viel besser zu schauen. Ja, ah, du, ich bin bei sowas immer vorsichtig. Also, guck mal, ich bin auch davon überzeugt, dass Ed Broski die viel bessere Show als der Doppelpass ist. Das bin ich aber nicht, weil ich irgendwie größenwahnsinnig geworden bin oder sonst irgendwas, sondern weil ich halt generell einfach an alles, woran ich gehe. Also alles, was ich mache, ich gehe mit der Einstellung daran, dass ich der Krasseste bin. So manche legen das halt aus als abgehoben. Ich sag halt so, das ist mein Anspruch. Ich mache ja nichts, um in irgendwas der Zweitbeste zu sein. So, ich streame FIFA, weil ich davon überzeugt bin, dass ich im Gesamtpaket mit Abstand der unterhaltsamste FIFA-Streamer bin. Weil ich von mir und meinen Unterhaltungsqualitäten überzeugt bin. Ich würde ja hier nicht FIFA streamen, wenn ich mir denken würde, ach, ja, ich bin der zweitbeste FIFA-Streamer. Ey, komm, heute brauche ich nicht online gehen, weil noch zwei andere deutsche Streamer on sind und dann gucken die eh lieber da. Und ich würde ja nicht die Ed Broski Show machen mit dem Mindset, ah ja, die Leute gucken am Sonntag schon den Doppelpass. Und für die Leute, die dann keinen Bock haben, die gucken sich dann nochmal ein bisschen Ed Broski rein. Wir sind dann so die kleine Light-Version davon. So, wenn ich den Anspruch hätte, dann, keine Ahnung, ich finde, so muss man, also so darf man halt gar nicht in Sachen reingehen. So, ich sag euch ehrlich, ich finde, der Doppelpass hat absolut seine Daseinsberechtigung, weil halt auch einfach der Altersschnitt der Leute, die da zuguckt, ist halt über 50. Ist einfach eine ganz andere Generation. Und für die ist es halt zum Beispiel eher wichtiger, dass mal ein lustiger Spruch gedroppt wird. Das ist halt schon eher so ein Stammtisch einfach, wo auch nicht so in der Tiefe über Fußball diskutiert wird, ne? Da geht's ja auch nicht so viel um Taktik und sowas, sondern halt mehr so um diese Standardsachen, sag ich mal. Aber ja, ich will mich bei sowas halt gar nicht immer so vergleichen. Also ich zum Beispiel, ich finde den Doppelpass auch gut. Na? Ich finde den auch immer noch gut, aber ich habe gar nicht den Anspruch, irgendwie besser oder so und so zu sein. So, Ed Broski ist Ed Broski, der Doppelpass ist Doppelpass. Und bei mir ist das zum Beispiel auch so, ich versuche mir gar nicht irgendwie andere Sachen großartig abzugucken. Weil ich glaube, in dem Moment, wo man was nachmachen will oder ähnlich machen will, da verliert man sich so ein bisschen selber auf dem Weg. Ich bin bei sowas irgendwie, ich fokussiere mich immer so lieber auf mein eigenes Ding so. Wenn man, finde ich, zu viel nach links und nach rechts guckt, wie macht der das, wie macht der das. Ich finde, da ist häufig so die Gefahr, dass man dann halt zu sehr andere Leute kopiert und so. Also das ist, by the way, auch für mich zum Beispiel ein Grund, warum ich relativ wenig Streamer und so schaue. Weil ich mich einfach nicht so beeinflussen lassen möchte. Ich brauche mir ja keine anderen Streamer angucken. Und nachher denke ich mir dann so im Endeffekt so, ja, Mann, ich mache das jetzt auch mal so wie der. Ich glaube, wenn man damit anfängt, hat man eh schon verloren, weil dann ist man am Ende irgendwie immer nur so die billige Kopie von jemandem.